Es gibt kosmische, saisonale Zyklen, die meiner Meinung nach durch Eiszeiten und Zwischeneiszeiten gekennzeichnet sind. Was wir brauchen, ist eine Langzeitstatistik über Hunderttausende von Jahren, um ein genaues Diagramm der Zyklen zu erstellen und den Durchschnittswert zu ermitteln. Aber ja, ich glaube, 12 bis 13.000 Jahre. Es liegt in diesem Bereich. Denn wenn wir bis vor 25 oder 26.000 Jahren gehen, gab es eine große Klimaveränderung. Die durchgeführte Spektralanalyse der Temperatur und des Kohlendioxids hat gezeigt, dass im Spektrum der Schwankungen dieser Merkmale die 12.000 und 24.000-jährigen Zyklen der Schwingungen enthalten sind. Ähnliche Zyklen gibt es auch bei den Schwankungen des Erdkerns. Man kam zum Schluss, dass diese Zyklen mit kosmischen Faktoren zusammenhängen. Sie wirken sich auf den Erdkern aus, der wiederum das Klimasystem beeinflusst, was zu den Veränderungen führt, die wir derzeit beobachten. Eine weitere Folge der Kernüberhitzung sowohl heute als auch vor 12.000 Jahren war die Abschwächung des Erdmagnetfeldes und die Verschiebung der Magnetpole. Beachten Sie, in welchen Zeitabständen die Verschiebung der Magnetpole in den letzten 120 Jahren stattgefunden hat. Der Abstand zwischen ihnen beträgt etwa 12.000 Jahre. Es ist schockierend, dass zur gleichen Zeit die stärksten Erdbeben, starker Anstieg des Weltmeeresspiegels, die stärksten Vulkanausbrüche und Vergletscherungen registriert wurden. Jedes Mal, wenn sich die Magnetpole verschoben, wurde das Magnetfeld der Erde 8 bis 10 Mal schwächer. Dies führte zu einem Anstieg des Flusses der kosmischen Strahlung. Die moderne Wissenschaft kann nicht erklären, warum die magnetischen Verschiebungen mit plötzlichen Klimaveränderungen und Vergletscherungen zusammenfallen. Hartmut Heinrich, ein deutscher Meeresgeologe und Klimatologe, der Bodensedimente von Meeren, Seen und Flüssen untersuchte, identifizierte Perioden, in denen sich das Klima stark ändert. Erst wird es um 8 bis 10 Grad Celsius wärmer, dann beginnt die Vergletscherung. Professor Sidney Hemming bestätigte, dass solche Schwankungen alle 12.000 Jahre auftreten. So wurden vor 12.000, 24.000 Jahren und sogar noch früher, vor 36.000, 48.000, 60.000 und 72.000 Jahren, ein Anstieg der Katastrophen beobachtet. Wir sehen also, dass die Intensivierung der Katastrophen auf der Erde zyklisch alle 12.000 Jahre stattfindet. Dies bedeutet, dass der kosmische Einfluss, der den Kern unseres Planeten mit zusätzlicher Energie versorgt, einmal alle 12.000 Jahre auf die Erde einwirkt. Jetzt wissen wir also, dass alle 12.000 Jahre die folgenden Ereignisse auf der Erde stattfinden: katastrophale Vulkanausbrüche, plötzliche Temperaturschwankungen in der Atmosphäre, Verstärkung der Winde und Orkane, Veränderung des globalen Meeresspiegels und großflächige Überschwemmungen, Schmelzung der Gletscher, gefolgt von abrupter Vergletscherung, Verschiebung der Magnetpole und Abschwächung des Magnetfeldes. Es ist erwähnenswert, dass jeder 24.000-Jahreszyklus durch noch schwerwiegendere Naturkatastrophen gekennzeichnet ist. Die schlechte Nachricht besteht darin, dass wir heute nicht nur in der Zeit des äußeren kosmischen Einflusses leben, sondern in der Zeit eines 24.000-Jahreszyklus, der noch zerstörerischer ist. Wir werden Ende 2024 damit beginnen, vollständig in diesen Zyklus einzutreten. Das bedeutet, dass sowohl die Energie, die auf den Planetenkern einwirkt, als auch die Intensität der zerstörerischen Naturkatastrophen erheblich zunehmen werden. Dieser zyklische kosmische Einfluss kann mit einem Strahl einer Taschenlampe im Nebel in der Dunkelheit verglichen werden. Es gibt einen konzentrierten Lichtstrahl, und um ihn herum gibt es gestreutes Leuchten. Aktuell erreicht die Erde nur der gestreute Teil dieses kosmischen Lichts. Der konzentrierte Strahl hat uns noch nicht einmal berührt, und wir sind bereits Zeuge einer raschen Zunahme der Anzahl und Intensität von Naturkatastrophen. Von hier an wird es nur noch schlimmer werden.